immer noch unbeschreiblich. Ich kann es immer noch nicht glauben, was passiert. Und jedes Mal, wenn mir jemand wieder sagt, Entschuldigung, Weltmeisterin, ja, hört es sich nicht real an. Und ja, ich probiere es wirklich einfach zu genießen und ja, die Emotionen aufsaugen. Ich habe mich selber überrascht, das kann ich wirklich so sagen, weil es war keine einfache Vorbereitung hierher und ich habe gespürt, der Ski, das Material passt auf diesem Schnee wirklich gut, ich fühle mich wohl, es ging jeden Tag besser, aber eben, für dass es funktioniert, da muss so viel zusammenspielen und es ist einfach wunderschön, hat es heute für mich geklappt. Letztes Jahr ging es schon wieder besser. Ich hatte nicht so eine schlechte Saison. Olympia war nicht mit dem Sturz dort. Das hat mich ein bisschen rausgebracht. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich konnte mich immer weiterentwickeln. Auch in diesem Jahr bin ich nicht schlecht in die Saison gestartet. Jetzt zuletzt ging es nicht mehr so, wie ich mir das gehofft habe. Aber grundsätzlich habe ich mich gut gefühlt. Aber eben für einen Weltmeistertitel, ja, das ist schon eine Riesengeschichte. Ich habe keine Ahnung, was alles auf mich zukommt. Tag für Tag nehmen und einfach genießen im Moment und nicht zu viel darüber nachdenken, was jetzt kommt. Mit Corinne auch noch auf dem Podest, mit ihr das teilen zu können, ist ja wie ein Traum. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir haben so viel zusammen erlebt, auf der Piste, neben der Piste. Sie ist wirklich ein wunderbarer Mensch, eine sehr gute Freundin von mir auch. Und ja, nur schon das ganze Skifahren mit ihr zu teilen, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und wenn man dann noch zusammen einen Erfolg feiern darf, ist ja wunderschön. Ja, danke. Danke. Salut, Nadja.